Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, das Monsterbuch der Monster zu besiegen, haben einen Kartensatz von 5 Karten zusammenbekommen und haben in dem Part ein wenig über den Hobbit-Film gesprochen, den neuesten. Das möchte ich in diesem Part weiterführen und ich möchte gerne endlich zum Zauberkunstunterricht gehen. Weil, Wir sollten wisst jetzt ihr was? wirklich zur Zauberkunst gehen. Ich weiß, ganz ruhig. Wisst ihr, was mir mal aufgefallen ist? Im Spiel dreht es sich eigentlich um Harry Potter. Aber bisher hat Harry Potter nicht einen einzigen Unterricht wirklich bestritten und hat nicht einen einzigen Zauber gelernt. Es ging nur um Ron und Hermine. Die ganze Zeit. Naja, gut. Auf zum Unterricht. Hallo, ich bin Professor Flitwick. Willkommen zu Zauberkunst. Heute lernen wir einen sehr nützlichen Gefrierzauber namens Glacius. Wer würde das gerne vorführen? Harry Potter, genau Aha. mein Mann. Ausnahmsweise mal. Wenn du bitte durch diese Tür treten würdest, können wir mit der Glacius-Aufgabe anfangen. Schön. Freut mich sehr. Mit Amazonasalamander. Glacius kannst du eine Reihe von Dingen gefrieren lassen, Harry. Wow. Fangen wir mit einem Amazonas-Salamander an. Ja. Jetzt Hauptsache, die obacht, Dinger Harry. sind riesig. Du musst das Geschöpf und sein Feuer auslöschen. Versuch es. Nicht versuchen, machen. Gelatius! Gelatius! Gute Arbeit, Harry. Das war ja einfach. Okay. Das sieht ja mal cool aus. Wow, echt nicht schlecht. Okay, einen Geheimgang habe ich schon mal entdeckt. Muss ich mal gucken, wie viele Geheimgänge es hier gibt. Und vor allem würde mich mal interessieren, welchen Kartensatz ich jetzt hier mit Harry zusammenbekomme. Ah, hier. Ah, die kriege ich. Die Kobold? Ja, berühmte Kobolde. Coole Sache. Wie viele Geheimnisse muss ich finden? 5. Na, logisch. Weil 5 Karten. Versuch und so. jetzt, mit dem Glacius-Zauber das fließende Wasser gefrieren zu lassen, Harry. Okay. Ausgezeichnet. Wow, das ist komplett gefroren. Und jetzt der beste Nicht Teil, schlecht. Harry. Zeit für eine Rutschpartie. Juhu! Mit dem Pfeiltasten links-rechts drehst du dich. Mit Pfeiltaste oben wirst du schneller, mit Pfeiltaste unten langsamer. Los geht's! Wir sehen uns am Ende der Aufgabe. Okay. Das wird lustig. Also diese Beschleunigungstaste habe ich eigentlich nie benutzt, weil ich finde, der ist auch so schon schnell genug. Und ja. Ich habe es wenigstens alles geschafft, ohne irgendwie groß hier zu entgleisen. So. Gib mir die Bohne noch. Kann man hier noch irgendwas tun? Nein. Speichern kann man hier. Diese Geräusche, die der macht, finde ich immer ganz schrecklich. Glacius! 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 Recto Centra! Recto Centra! So. Alle ausgeschaltet? Boah, da friert man wirklich, wenn man das sieht. Ey, ist ja schlimm. Worüber ich eigentlich noch sprechen wollte. Autsch. Das tut doch weh. Das war nicht so schlau. Komm her! Kleiner Giftzwerg. Mensch, scheiße. Ich wollte wenigstens noch ein, zwei Sätze zu dem Hobbit-Film verlieren. Wenn ich euch damit schon auf die Nerven gehe, tut's mir leid. Nee, aber ich wollte ganz gerne noch so den ein oder anderen Kritikpunkt an diesem Film erwähnen. Ja, es gibt tatsächlich Kritikpunkte. Aber das habe ich auch beim letzten Mal schon angesprochen. Diese Liebesstory, die ich angesprochen hatte, ist gar nicht so der größte Kritikpunkt. Obwohl doch bei mir war es eigentlich schon der größte Kritikpunkt. Aber was mir auch aufgefallen ist und was auch vor allem meinen Freunden aufgefallen ist, mit denen ich da war, die Effekte waren ganz grottig. Die CGI-Effekte
Fahren ganz schlecht. Man hat wirklich einfach, man hat gesehen, dass die Sachen, die man da, die da gezeigt wurden, animiert waren. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich eigentlich. Das haben die bei Herr der Ringe eigentlich geschafft, dass man das wirklich absolut gar nicht. Ich frage mich, warum es jetzt so schwierig war, das zu verbergen. Also irgendwie, es wollte sich mir nicht erschließen. Okay, da unten. bei Herr der Ringe hat es tatsächlich alles so ausgesehen, man hat einfach nicht gemerkt, dass die Sachen animiert waren. Und das fand ich so mega cool einfach. Hallo, Mora! Wie komme ich denn da jetzt ran? Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Man hat selbst bei den Sachen, die offensichtlich animiert waren, wie zum Beispiel, da ist eine Bohne, diesen... Ich weiß nicht warum, aber das ist so das erste Beispiel, was mir einfällt. Okay. Diese Drachenviecher, auf denen die Nazgul geritten sind. So, die waren ja definitiv, waren ja ganz offensichtlich animiert, das weiß man ja, weil solche Viecher gibt es nun mal eben echt nicht. Die könnte man vielleicht irgendwie noch wie den Drachen zum Beispiel von den Menschen animieren lassen, oder einen Gollum zum Beispiel. Aber man hat einfach nicht gesehen, dass sie animiert waren, obwohl man es eigentlich wusste. Und hier, bei dem Hobbit-Film, man hat es einfach gesehen. Und man hat gesehen, dass die Heere, dass die Armeen, vor allem, dass das Zwergenheer, man hat irgendwie gesehen, dass es animiert war. Und auch bei den Orks, bei diesen großen, starken Über-Orks, man hat es gesehen und das ist schade. Und auch Bilbos Füße, was ich ganz schlimm fand. Bilbos Füße waren so schlecht gemacht, einfach. Das war schon echt graus. So bei den Herr der Ringe-Filmen hat man wenigstens irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt. Oh Gott, ich sterbe! Oder auch nicht? Okay. Der Boden sieht cool aus. Meine Füße schwitzen. Beim Herrn der Ringe hat man wenigstens noch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Füße ein bisschen dynamisch sind und sich halt so bewegen, wie sich halt auch Füße bewegen. Aber da hat man wirklich gemerkt, dass er einfach so Gummifüße hat, so Gummiaufsätze an den Füßen irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber man hat halt gesehen, dass es einfach quasi Effekte war. Das ist so... Ja, ich weiß nicht. Also sie hätten vieles einfach besser machen können. Ich weiß, ich bin mir sicher, dass das alles nicht so einfach ist. Aber ich denke mir dann auch wieder, warum haben sie es bei Herr der Ringe geschafft, wenn sie es jetzt nicht mehr schaffen? So, irgendwie... Das Ganze will sich mir dann nicht so erschließen. So. Okay, das waren aber eigentlich dann die einzigen Kritikpunkte, die ich noch daran bringen wollte, weil... Der Rest vom Film war einfach nur episch. Und meine Lieblinge... meine Lieblinge in dem ganzen Film waren von den Zwergen her einfach diese zwei Brüder. Kili und Fili. Ich mochte diese wahnsinnig gerne. Gerade Kili fand ich eigentlich irgendwie... Ich mochte ihn. Ich fand ihn toll. Ich weiß nicht, warum ich ihn lieber mochte als Fili, aber die zwei waren einfach cool. Ich habe die unheimlich gemocht. Oh, hä? Halt, stopp, nein. Achso, ich muss hier zurück, ne? Ich habe einen kleinen Moment, ich werde gerade angerufen. Ja, da bin ich wieder. Sehr gut. Jetzt ist natürlich auch mein Timer ausgegangen, weil ich angerufen wurde. Ist egal. Ich habe ungefähr 9,5 Minuten gerade aufgenommen. Das heißt, ich packe jetzt nochmal so circa 10 Minuten hinten dran. So, wo war ich stehen geblieben? Bei den Zwergenbrüdern. Ich finde, die Zwerge sind allgemein mega cool dargestellt worden. Ich habe irgendwie so einen kleinen Fable für Zwerge entwickelt. Vorher sind die mir nie so interessant erschienen, aber jetzt so nach diesen Büchern, beziehungsweise nach diesem Film,
hat man diese kleinen Männchen wirklich ins Herz geschlossen. Hallo, Mora! Sodass ich wirklich sagen muss, ich fühle mich denen sowieso so ein bisschen verbunden. Weil ich halt auch so klein bin. Okay, hier geht's also weiter. Ach, das war so klar. Ey, das ist so nervig. Warum immer diese Viecher? Das war so klar, dass die mich jetzt treffen. So, komm her. Schmeiß noch eins von deinen dämlichen Bonbons und hat es gut. So, meine Güte. Oh, nee, ey. Was ist denn das? Die haben echt einen Narren gefressen an diesen Viechern. Das ist so nervig. Ich weiß nicht, einfach alle 10 Meter kommen diese Viecher hier an. Das ist echt so ein bisschen übertrieben. Ich mag das nicht. Ist egal. Elasto! So. Aber jetzt erstmal genug von dem Film gelabert. Mich würde einfach mal wieder, wie auch beim letzten Mal, interessieren, was ihr von den Filmen haltet. Habt ihr sie gesehen? Habt ihr vielleicht auch die Bücher gelesen? Die Bücher, genau. Das Buch, weil es gab ja nur eins. Da waren auch viele sehr, nicht begeistert von. Wie gesagt, haben aus einem Buch 3 Filme machen, das funktioniert einfach nicht. Es wurde zum einen viel zu viel zu der Geschichte dazu gedichtet, was da eigentlich nicht hingehörte, wie zum Beispiel halt einfach diese Liebesgeschichte, die in den Büchern nie vorkam. Und es wurde einfach viel zu stark in die Handlung eingegriffen. Indem einfach auch viele Sachen dazu gepackt wurden, die so in der Story nie vorkamen. Ich wiederhole mich, ich weiß. Okay, ich habe es tatsächlich geschafft. Fertig. Ausgezeichnet, Harry. Komm zurück, wenn du die Glacius-Aufgabe erneut an. Aber nicht nur das. Du hast auch alle 10 Aufgabenschilde gefunden. Yay. Du weißt, was das bedeutet. Der Bohnen-Bonus-Raum. Viel Spaß, Harry. Ach Gott, ich liebe diesen Raum. Der ist so wahnsinnig cool. Wow, das hier ist der Bohnen-Bonus-Raum? Ganz genau, Harry. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Aber klar. Elasto! Okay, das war jetzt nicht das Schlauste. Was ist das denn? Elasto! Oh yeah, noch mehr. Elasto! So. Ui. Oh, ich liebe diesen Raum. Es ist einfach so wahnsinnig cool. So, hier noch einmal. Juhu. So. Das Schöne ist, dass die Bohnen hier natürlich auch nicht verschwinden. So, gib mir das. Alles meins. So. Also, wie gesagt, das sind so die größten Kritikpunkte, die die Menschheit an dem Film hatte. Ich persönlich hatte jetzt, abgesehen von dieser Liebesstory, keine wirklichen Kritikpunkte. Vielleicht liegt es auch mit daran, dass ich nun mal halt einfach das Buch nicht kenne. Also es zumindest nicht gelesen habe. Deswegen kann ich nicht beurteilen, was kam drin vor, was eigentlich nicht hätte drin vorkommen sollen. Was gehörte da jetzt nicht rein? Es gab zum Beispiel auch bestimmt viele Charaktere, die in dem Buch eigentlich gar nicht vorkamen, die hier aber trotzdem Verwendung gefunden haben. So wie ich das verstanden habe. Und, ja. Falsche Seite, Mann. Ich will auf die andere Seite. Ist ja eigentlich scheißegal, auf welche Seite ich jetzt gehe, aber...
Ich will auf. Nein! Das ist doch alles Zeit, Mann. Das kostet mich doch alles Zeit, Mama. Schade. Wie war's? Kannst du jetzt Dinge gefrieren lassen? Ich konnte überall rumrutschen. Boah, krass. Und Salamander, so groß wie Hagrid. Die blauen oder die purpurnen? Ach, ich denke, das macht auch keinen Unterschied. Du kannst die Glacius-Aufgabe noch einmal versuchen, Harry. Oder wir kommen später wieder. Ja, kommen wir später wieder. Ich finde es nämlich unnötig. Ich habe alle Geheimnisse gefunden, alle Wappen gefunden und alle Bildkarten gefunden. Hier geht der Hässliche. Kobold-Gesandter beim Treffen des Zaubererrats im 14. Jahrhundert. Mhm. Elgif, der Abstoßende. Übel riechende Koboldplage. In der Koboldwelt für den Versuch bekannt, Fläschchen mit seinem Schweiß an Mistbombenhersteller zu verkaufen. Gringotts. Gründer von Gringotts Zaubererbank. Der ist cool. Ag, der Unzuverlässige. Berüchtigter Koboldschwindler. Organisierte das berüchtigte Demigeist-Derby und floh mit den Einnahmen. Der hat riesige Ohren, Mann. Ag, der Unsaubere. Anführer des Koboldaufstands im 18. Jahrhundert. Dass Kobolde einfach immer mit unsauber in Verbindung gebracht werden. Gerade die Kobolde, die ich da in der Gringotts Bank kennengelernt habe, da hatte ich irgendwie einen völlig anderen Eindruck von. Okay, ich würde sagen, ich gehe noch einmal zu Fred und Trotz George. Des gefährlichen Besuchers oder in Hogwarts nicht. Wollte Harry unbedingt Hagrid besuchen. Er wollte hören, wie Seidenschnabels Verfahren gelaufen war. War das? Ich glaube ja. Armer Seidenschnabel. Armer Hagrid. Sie haben ihn hingerichtet. Sie haben Hagrid hingerichtet? Der ist ja Krätze. Siehst du, Ron? Krummbein war unschuldig. Oh, oh, jetzt geht's schon mit der Hauptstory weiter. Heilige Scheiße. Okay, ich glaube, es geht schon in die Hütte. Ja, es geht schon in die Hütte. Scheiße. Hab ich dich, du freche Ratte. Run! Harry, pass auf! Die peitschende Weide! Wenn der Hund Alter, da was ist reinkommt, denn für Schreie? Dann schaffen wir das auch. Entschuldigung, mein Magen. Der hat komische Geräusche. Wohin führt dieser Tunnel bloß? Ich weiß nicht, aber wir müssen Ron helfen. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Wir sind in der heulenden Hütte angekommen, meine Freunde. Das heißt, wir sind auch bei diesem Teil fast schon wieder am Ende angelangt. Ich weiß aber, dass ich danach noch einiges tun muss, weil ich einfach noch nicht alle Geheimnisse in Hogwarts gefunden habe und natürlich noch jede Menge Bildkarten finden muss. Ich habe gerade mal keine Ahnung wie viele. Auf jeden Fall nicht alle. Da fehlen hier noch welche. Hier sind jeweils 15, die ich natürlich auch noch alle finden muss. Die Quidditch-Karten fehlen mir noch. Hier fehlt mir noch eine. Moment mal. Achso, ja. Also, wie gesagt, ich muss noch einiges tun. Und ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Meinung zu den Filmen war. Ich habe jetzt tatsächlich 2 Parts darüber gelabert. Meine Güte. Und ja, ich würde mich sehr freuen, eure Meinung mal in den Kommentaren zu lesen. Schaut auch unten in die Videobeschreibung, da sind wie immer wichtige Links drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!